Ja, heute ist Donnerstag, wir haben 15:22 Uhr. Ich muss nochmal los heute, einkaufen fürs Wochenende und noch ein Bild ausdrucken. Oder eine JPEG-Datei. Die Mama von meinem Sohn, die braucht unbedingt eine Unterschrift. Das werde ich gleich ausdrucken am Fotodrucker. Und werde es ausdrucken, unterschreiben und dann per E-Mail zukommen lassen. Oder per WhatsApp. Ja, ich packe jetzt meine Pfandsachen zusammen, meine Regenjacke an, das Wetter ist nicht ganz so toll. Und werde dann mich auf den Weg machen zum Einkaufen. Schönen Pullover an, schicke grüne Hose. Ja, mal gucken. Handy muss ich auf Werkseinstellung zurücksetzen, Speicher ist voll, mache aber nichts, ist eine halbe Stunde schon erledigt. Bilder vorher sichern, das ist wichtig. Daumen nach oben da lassen, bis später und so. Ja, noch kleines Outfit of the Day. Ich versuche es irgendwie reinzuschneiden. Wie gesagt, Handyspeicher ist voll, aber das ändere ich heute Abend oder morgen. Schwarze Mütze, A&M, keine Ahnung, 6, 8 Euro. Pullover von Crosshatch. Oder von A&M, Aldi, Aldi, ja, A&M oder C&A. 20, 25 Euro. Habe ich genäht, schon zweimal im Schritt. Unten einmal genäht. Auch eine beendete Regenjacke rüber. Und dann Daumen nach oben da lassen. Und dann was Sachen erledigen, Sachen machen und so. Ja, Bett habe ich auch nicht gemacht, ein bisschen. Ja, heute Donnerstag. Wetter bescheiden, regnet, nieselt ein bisschen. Pfadanker habe ich dabei. Ich bringe Pfand weg, Bild ausdrucken für die Mama und mein Sohn. Dokument. Fotodrucker und ja, gucken, was passiert. Ja, also Einkauf erledigt. Also, ich habe ein paar Kleinigkeiten gekauft: 2 Liter Cola, Angebot bis Wochenende. Pizza habe ich eingekauft, perfekt. Dann Blättchen, das ist natürlich nicht ganz so lustig. Das habe ich gekauft. Gold, irgendwie mit Pizza, Gyros Pizza oder so. Einmal Tzatziki-Quark und Sour-Cream-Quark. Da mache ich mir meinen eigenen Dip von. Zwei Brötchen für morgens. Wo das Käse ist, sind wir auch da. Aber das ist ungesundes Zeug. Und Wraps. Wurstkäse, Salami. War eingefroren. Habe ich mir ausgefroren. Kann jetzt auftauen. Habe ich noch da hinten das essen und dann das. Und packen wir das rein. Wochenende ist gerettet. Habe ich weggebracht. Ich habe sogar noch Geld wiederbekommen. Richtig gut. Geht mal am liebsten einkaufen. Und ach, bei Rewe gibt es jetzt einen Automaten, wo man ganze gelbe Säcke reinkippen kann. Für Pfand. Das ist neu, hat mir eine ältere Dame erzählt. Finde ich richtig gut. Pro gelber Sack habe ich 7 Euro gekriegt. Ja. Die Einkaufstüte, die schmeiße ich wieder Richtung Büro, Eingangsbereich. Da ist mir noch Eis, ist also keine Kneipe, jetzt meine Eingangstür. Und Küche, alles erledigt. Und ja, schönen Daumen oben da lassen. Ich wünsche euch noch was.